Family Business Award ist eine gute Sache. Wir sind selber ein Familienunternehmen und finden das toll, wenn wir das fördern. Dass Familientradition weitergeführt wird. Das Familienunternehmen ist nachhaltiger unterwegs, langfristiger. Familienunternehmer haben natürlich eine andere Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, als es vielleicht in einem grossen Konzern ist. Ce sont des entreprises qui sont très proches de leur personnel et qui privilégient également la formation. Und das erzeugt schlussendlich auch einen zusätzlichen Nutzen, sowohl für die Kunden wie eben auch für das Geschäft und die Leute selber. Ça représente aussi la Suisse. Und je mehr Publicity das kriegt, desto mehr werden wir gehört. Und das ist sicher gut für alle. Wir freuen uns außerordentlich, beim Family Business Award unter den ersten drei zu sein. Die hochkarätige Jury und die Kriterien, die hier im Vordergrund stehen, da haben wir, egal ob wir erster, zweiter oder dritter sind, so oder so gewonnen. Herzlich willkommen zum Family Business Award 2016. Heute sind wieder drei ganz spannende und innovative Familienunternehmen nominiert und ich freue mich darauf, die drei Finalisten dürfen zu präsentieren und kennenzulernen. Ihre Esprit, ihre Werte, ihre Geschichten. Es sind drei ganz spannende Unternehmen und nur einer kann gewinnen. Wir heißen Sie herzlich willkommen zur Preisverleihung des Family Business Award 2016. Dem Preis für nachhaltiges und werteorientiertes Unternehmertum in der Schweiz. Sie sind geradezu der Motor unserer Wirtschaft in unserem Land. Und um beim Bild des Motors zu bleiben, da passt es natürlich umso mehr, dass es die AMAG ist, die diesen Preis ins Leben gerufen hat. Die AMAG ist stolz darauf, als Pate des Family Business Award für diese Unternehmen ein wenig die Werbetrommel rühren zu dürfen. Ihre Leistung für das wirtschaftliche Wohlergehen unseres Landes verdient es, publik gemacht und honoriert zu werden. In diesen Zeiten umso mehr sind wir angewiesen auf Familienunternehmen mit innovativem Geist, mit wirtschaftlichem Erfolg und mit einer nachhaltigen Strategie. Und solche verantwortungsvolle Haltung nimmt auch die AMAG selber ein, gegenüber auch dem Wirtschaftsstandort Bern. Und für diese Treue danke ich auch im Namen der Regierung, der AMAG, ganz herzlich. Gespannt nach diesen Wohlfühlklängen, wie harmonisch es in der Award-Jury dieses Jahr zu und her gegangen ist. Es sind vor allem 9 Mitglieder, die sich gerne und gut zuhören können und das ist doch ein großer Unterschied zum Nationalrat. Ich darf sagen, wir hatten einen sehr, sehr starken Jahrgang. Es hat Spaß gemacht, diese Dossiers anzuschauen und wir haben das Gefühl, den richtigen Sieger erkoren zu haben. Wenn die AMAG im Spiel ist, dann nehme ich an, gibt es auch noch ein handfestes Geschenk und ich würde sagen, es hat wieder 4 Räder. Es hat wieder 4 Räder. In diesem Jahr hat es einen Elektromotor und einen Benzinmotor. Es fährt sich wunderschön. Ja, meine Damen und Herren, dynamisch sind Sie natürlich alle bereits jetzt schon unterwegs, unsere drei Finalisten. Herzliche Gratulation unseren ersten Nominierten, meine Damen und Herren. Faszination für Holz hat sicher mit unseren Bauten auch zu tun. Die sprechen für sich und es macht einfach Spaß, so spezielle Bauten herzustellen. Und wir sind ja manchmal selbst erstaunt, dass so international renommierte Architekten unser Hudipfupf-Unternehmen in Gossau auch so kennen, dass sie einreisen und unser Know-how suchen. Wir können uns freuen auf den zweiten Finalisten, das ist die Fräser. Herzlichen Glückwunsch! Was war für Sie die Motivation, in ein Familienunternehmen einzusteigen? Dass eine Familie die Thematik des inhabergeführten Unternehmens höher gewichtet als den eigenen Mehrheitsbesitzer an diesem Unternehmen, das finde ich faszinierend, das sieht man sehr, sehr selten. Und wir kommen bereits zum dritten und letzten Finalisten, Le Groupe Volet. Herzlichen Glückwunsch! C'est une cinquième génération qu'on est dans le bois. Et puis j'ai vécu pratiquement toute ma jeunesse dans des tas de bois. Il est un bon chef, le papa. Oui, il est très fort. C'est le gros défi qu'on va devoir relever, c'est d'être aussi bon que lui. Être meilleur, on ne se risque pas encore.
Et ça, j'encourage vraiment les gens que même avec les apprentissages, on peut arriver dans la vie. Il n'y a pas que les études qui font qu'on réussisse dans la vie. Ja, und entsprechend leidenschaftlich können wir jetzt einsteigen in unsere Preisverleihung, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen mitteilen, der Family Business Award 2016 geht an die Fresa. Herzliche Gratulation. Josef Maushardt und Charlotte Fröhlicher-Stüdeli. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken allen zusammen, die mitgeholfen haben. Und das ist vor allem unsere ganze Equipe in der Firma, weil ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Aber ein grosses Dankeschön halt einfach auch unserem Chef. Und wenn wir jetzt hier vorne stehen, dann verstehen wir uns als Sieger primus inter pares. Jeder von uns hätte das verdient. Herzliche Gratulation auch den anderen beiden. Ich möchte drei Punkte herausheben, die Ihr Unternehmen wirklich auszeichnen. Es ist zum Ersten das Unternehmertum, wie es nach innen gelebt wird. Es ist zum Zweiten das Engagement, wie es gesamtgesellschaftlich nach außen getragen wird. Und es ist zum Dritten die Art und Weise, Frau Fröhlicher, wie Ihre Familie diese Herausforderung angegangen ist. Die ist wirklich bemerkenswert. Und dann hatten Sie auch noch den Mut, loszulassen. Aus der eigenen Familie heraus. Und das ist beeindruckend. Das sind die Werte, es sind diese Nachhaltigkeit, dass man immer daran denkt, wie können wir das Unternehmen nach vorne bringen. Schnell, aber nicht zu schnell. Und damit das Unternehmen auch weiterhin bestehen kann. Und ein großer Applaus für unsere Sieger des Family Business Awards 2016. Ich finde es eine unglaubliche Bestätigung für die Arbeit von unserem Team in den letzten 26 Jahren. Es ist phänomenal. Es ist sehr verdient und ich hoffe, Sie werden weiterhin mit der Kultur, wie Sie sie leben, so viel Erfolg haben. Also toi, toi, toi.